Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Far Cry 5. In der heutigen Episode wird's ein bisschen blutiger. Wir haben hier überall Personen. Ui. Wir müssen irgendwelche Schaltkästen niedermähen. Und wir haben so viele Gegner, dass es unfassbar ist. Ich habe den Überblick verloren, wo, wie, was, warum. Und wie sollen wir jetzt da hinkommen? Warte mal kurz, den hier auslöschen. Dann den hier noch. Ach, die kommen dann nach unten, oder was? Nein. Uiuiuiuiui. Das war der letzte. Wow. Holland Valley. Wow, die ganze Region befreit. Ich glaube, da waren andere Probleme auf unserer nächsten Runde. Hey! Gott verdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Geh weiter. Verflucht, Deputy. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faith sind noch am Leben. Die Arbeit geht gerade erst los. Dutch out. Ja, wir können uns aber nicht ausruhen auf unseren Lorbeeren. Weiter. Es wird weiter gekämpft. Und weiter geroten. So, diese Mission hier, den Teil haben wir natürlich freigeritten. Wir haben hier noch Quests. Wir haben auf jeden Fall. Und die Prepper. Ja, haben wir noch etwas? Mal kurz, wenn wir jetzt auf der Map sehen, hier. 6 von 7 befreiten Sektor aus dem Posten?
Es gibt noch einen Außenposten? Jetzt, oh ja, gut. Aufträge gibt es schon ein paar. Was sind die überhaupt? Merle Briggs. Sind das irgendwie Merle Briggs? Haben wir alles gemacht hier, ne? Ich glaube, da gehen wir mal hier hin, also... Wo ist denn der jetzt hier? Hier, die 90 Meter, da kriegen wir noch hin. Mal schauen, was er zu sagen hat. Muss ja irgendwas noch sein hier. Oder? Ja, guck mal an. Gutes Timing, Deputy. Wir müssen reden. Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John Seed dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Ich dachte, es bräuchte ein Wunder zum Überleben. Dabei brauchte es nur dich. Warte mal, 1000 Meter? Ach, hier. Da waren wir doch schon. Nee, wir können... Aber hier können wir... Hä? Aber wir können da hinten schnell reisen machen? Aber da waren wir doch auch schon. Haben doch sicher schon alles abgeräumt. Oder ist es nur, weil wir einen Quest angenommen haben, können wir den wegräumen? Können wir nicht einfach so freiwilligmäßig das Zeug wegräumen? Das wäre ja ziemlich komisch. Na gut, nicht so weiter schlimm. Wieder locker von Hand, jetzt sind wir hier. Ich hoffe, wir haben hier keine feindlichen Gegner wie hier in der Welt. Hier ist Pastor Jerome. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln. Du musst leise angreifen. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Eure Absolution bekommt ihr, wenn ihr Ja sagt. Wenn sie sehen, was von dir übrig ist, wissen die Sünder, wo sie hingehören. An die Seite des Vaters. Öffnet euch für den Vater. Akzeptiert sein Geschenk. So. Oh. Shit. Ach, wir können einfach rein. Ui. Jetzt können wir auch rein. Ich dachte. Wow. Jetzt gibt's so viele. Euer Vater ist tot, ihr Affenösche. Da können wir noch mehr solche feindlichen Gegner haben hier. Ausgezeichnet, Deputy. Genau solche Aktionen befeuern den Widerstand. Dank dir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Mach weiter so. Wir hatten jetzt Personen gerettet, oder wie? Region, wir fahren schon wieder? Warte mal kurz, jetzt haben wir hier 7 von 7 oder... Nee, Ordnung... Oh, Mann.
Komm. Außenpost haben wir noch eine 6 von 7. Das kann doch nicht sein. Wir haben da den Boss hier aber umgenäht von dieser Region und da gibt es immer noch einen Außenposten? Ich habe doch die ganze Region schon abgesucht. Das darf doch nicht wahr sein hier. Hi, Rookie. Hallo. So, da gehen wir nochmal hin. Vielleicht dann nochmal. Ist das irgendwie so eine endlose Sache oder wie? Oder haben wir jetzt 32 Aufgaben? Sind das die Aufgaben? Danke, dass du uns hier geholfen hast. Ich hoffe, die Sekte kommt. Ich brauche wieder deine Hilfe. Da John Seed aus dem Spiel ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Anhänger ins Wanken geraten. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden. Aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohlauf ist. Wir müssen verzeihen können. Sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Jetzt noch verzeihen? Ich habe ja so viele umgebracht. Das klingt mir eher komisch. 2600. Boah. Wo ist denn das überhaupt? Da hinten? Ach, da waren wir ja doch schon. Ich frage jetzt gar nicht, warum die Schnellreise nicht verfügbar ist. Wir waren da schon mehrmals. Da hinten winkt schon einer. Hallo! Du bist die Antwort auf unsere Gebete. Nein, ich bin bestimmt keine Antwort auf ein Gebet. 500 Meter kriegen wir noch ein Auto oder so? Bestimmt Autos zu mieten. Irgendwann muss er die Sache kommen hier. Ach komm, wenn nichts anderes da ist, geht auch ein Trecker. Muss auch gehen. Wir laufen noch nicht 500 Meter. Was seid ihr denn? Sind auch in Amerika, da läuft man nicht einfach 500 Meter, da fährt man mit dem Auto die 500 Meter. Das bringt mich nicht weiter. Da ist Blut am Auto? Na gut. Hier spricht Kim. Ist da jemand? Hallo, geht's Ihnen geht's nicht gut. Könntet ihr vielleicht mal bei mir vorbeikommen, falls ihr Zeit habt? Bitte? Ist jetzt kein Notfall oder so. Also, noch nicht. Sonderzustellung? Auf jeden Fall. Die 200. Nee. Also, jetzt mal aber hallo hier. Oh. Die andere Mission geht einfach weg. Das kommt nicht mehr. So. Nehmen wir halt die erstmal Kio. In ein Flugzeug oben rüber. Obacht, Deputy. Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell. Ja, hier geht's auf jeden Fall zu und her. Nehmen wir die große hier. Kuckuck, hallo. Der hat nichts mehr zu feiern. Oh, da hinten ist jemand, der will wieder. Geballere. So, die netten Herren hier unten. Den haben wir doch schon mal gesichert. Ich war hier schon. Hey. So, Ende der Durchsage hier. Du bist tot. Boah. Mit der, wo man hier zu ziehen, ist auch eine rechte Glückssache. Ach, da drinnen. Na gut, das ist aber mal Glück. Gibt's noch mehr Leute? Hallo, ich will jetzt ein bisschen rumballern.
Ich will. Mann. Triff dich mit der Anführer? Ach, des Widerstands. Ich meine, ich dachte, es ist mit der Sekte. Dank dir müssen wir nicht mehr in Angst vor John Seed leben. Wenn er sagt, dass er Eden's Gate verlassen will, müssen wir ihm helfen. Die Peggys wollen ihn zurückholen. Wir müssen ihn... Komm! Wir müssen diesen Kerl beschützen. Fuck! Die Peggys sind wieder da! Oh! Mach nix! Von wo kommt denn du? Ah, da hinten. Passt auf! Der Kult schneidet den Überläufer los! Nö, will nicht. Wie kam er da hinten durch? Ah, er ist irgendwie seit voll. Ich wollte eigentlich... Boah, geht nicht, ne? Dann regen wir es halt so. Gibt's die andere Personen, die anwesend sind? Yo, gibt's Kinas? Wird wieder ein bisschen geplündert. Oh. Hätten sie noch mehr? Wo? Ich will die sehen. Ich will jetzt. Kämpfen. Ah, hallo. Guck, guck. Guck, 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 guck. Ey, du. Oh, oh. Shit. Habe ich mich wieder mal übernommen. Aber das kommt davon, wenn man hier mit einer kleinen. Alifu! So. Das Auto könnte ich sagen, verwenden, um hier ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Mit dem stationären MG. Aber das gibt's ja nicht hier. Oh. Oh. Hier ist noch gut, ne? Jetzt nicht mehr. Oh. Hast du Probleme? Oh oh. Kann ich von hinten. Ach, die kommen hier durch. Das ist ja klar. Wo war der hier? Wir müssen ja plündern, wir. Ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Mach nächsten Anlegestelle. Dacht ja fast in den Strom, na klar. Ach, trage. Die dürfen mich nicht kriegen. Wohin sollen wir jetzt den tragen? Die 200 Meter? Ach, wir können nur die Waffe tragen. Oh, mit der kriegen wir es auch hin. Das ist eigentlich meine Hauptwaffe hier. Daher kein Problem. Aber das Ziel hier ist heute gerade nicht so gut. Haben die schon. Oh oh. Das ging heute. Da hinten ist noch jemand. Da versteckt sich hier noch jemand. Ich frage mich, wie er die Waffe nachladen kann mit einer Hand. Was? Wir können hier... Nein. Dafür können wir hier nichts looten. Jetzt wirklich? Wieso müssen wir jetzt da hinten noch kämpfen? Die dürfen mich nicht kriegen. Die kriegen dich nicht. Keine Angst. Jetzt haben wir... Oh, hier gibt es noch zwei. Irgendwo im Gebüsch da... Das sagt auf jeden Fall unser Navi hier. Unser Kopfnavi. Oh, ein bisschen mehr. Vier in der Zahl, oder? Fünf. Oh, kein Problem. Wenn die kommen. Ich dachte schon, jetzt gibt's hier. Ah, guck mal, Kollegen von dir.
Ich hab den Kopf gezielt. Oh nein. Ah, oh, nein. Heiliger Mühe, die sind aber auch alle ein bisschen. Ach so, die hatten stationäres. Naja, dann ist ja klar, dass die ein bisschen übermütig heute ist. Ach, wir können nicht springen. Oh, ich geh das hier. Dass wir noch tragen müssen, ist auch so. Naja, guck, jetzt können wir dich hier hinlegen. Die dürfen mich nicht kriegen. Tschüss. Die andere Fange hinzuhalten. Das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Deputy. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre geführte umarmen können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Dank dir. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in Falls End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Für ein Gebet? Na klar. Wir haben die Peggys beklaut und das Zeug in den Pfeilern der Eisenbahnbrücke verstaut. Ist schwer ranzukommen, aber mit einem Geländehaken könntest du da geiles Zeug abstauben. Cool. Jetzt können wir angeln hier. Drücke, halte Q gedrückt und drücke E, um zum Werkzeugrad zu wechseln, um die Angel auszuwählen. Drücke. Ja, probier mal aus. John Seed hatte den Tod verdient. Gut gemacht. Und wie merkt man das? Ist eine Anweis? Voll rein, Deputy. Jupp, das sehe ich. Hole den Fisch mit rechter Maus ein, ermüde ihn, indem du ein bisschen links, rechts runter gehst. Die Schnur gerät dabei unter Spannung. Wenn die Schnur rot wird, dann hör auf, dagegen zu halten und den Fisch einzuholen, sonst reißt sie. Ist der Fisch müde, hole ihn ein. Ich muss konzentriert sein. Den zeigen wir. Sehr gut, dass du uns diesen Bunker vom Hals geschafft hast. Wird die Leine rot, okay. Du hast die Sekte aus dem Valley verjagt. Wir schulden dir was. Da wird er gar nicht rot. Ich schaffe das. Die Leine wird er wirklich nicht rot. Oh. Du hast es geschafft. Du hast John Seed getötet. Ja, das kann man machen. Oh oh. Du hängst dich voll rein, Deputy. Danke. Boah, das ist aber auch. Nein, einholen? Kann auch mal problematisch sein. Du bist hier bei uns jederzeit willkommen. Oh, guck mal an, Regenbogenforelle. Und wo habe ich jetzt die? Im Inventar oder das darf man auch mal wissen. Komponenten. Ach guck mal, das ist ein zu verkaufen. Der schwimmt. Ach. Die schwimmen ja, die machen ja alle irgendwas. Fundort, angle und fange Fische. Im Geschäft verkaufen. Da können wir also nichts damit machen, ist ja auch gut. Du hast John Seed erledigt. Wow. Ich habe noch viel erledigt, aber daher, naja. 33. Ah, das ist einfach nur ein Auftrag. Okay, hier haben wir noch Aufträge, aber ich glaube, meine Damen und Herren, ich glaube, mich verschlägt sie da oben. Hier ist Jess Black. Bin beim Sägewerk. Und ich glaube. Oder sollen wir jetzt da. Mal kurz hier oben, ne? Hier. Ach, wir gehen mal hier lang. Wir können es uns ja leisten, ne?
Ich sehe gerade, meine Freunde, wir haben ein bisschen Überlänge. Nur eine ganz, ganz, ganz kleine Überlänge. Aber dafür, ja, ist eigentlich schon genügend. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich glaube einfach, Far Cry hier, es nimmt einfach extrem schnell viel Zeit ein. Und wir sehen wirklich, was, gibt es noch Gegner? Ich glaube, hier gibt es keine Gegner mehr. Oh, oh. Einfach draufhalten. Funktioniert schon irgendwie. Oh. Nee. Nicht noch der nächste hier. Also bitte sehr. Ich habe doch hier das ganze Valley jetzt auseinandergenommen. Warum gibt es hier noch mehr Leute? So, wir sind also geheilt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe mal, dann die 300 Meter geschafft zu haben. Wenn nicht, dann ist es halt so. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao und tschüss.